Schiefes Bild. Das Bild hängt ziemlich schief an der Wand. Ich sollte mir das mal genauer ansehen. Ja, das wollte ich doch damit. Ah, schiefes Bild, so. Mal sehen, was es mit dem Bild auf sich hat. Oh, hinter dem Bild ist ein kleiner Schlüssel versteckt. Haha. Und den können wir doch bestimmt hier am Schreibtisch benutzen. Mit der Schublade. Ich habe die Schublade aufgeschlossen. Ja, wusste ich doch. Noch einen Zettel. Was soll denn das jetzt werden? Warst du nicht diejenige, die einen Aufstand gemacht hat, weil ich was eingesteckt habe? Ich suche nach einem Weg, diese Tür zu öffnen. Du willst was stehlen. Kann man das vielleicht vergleichen? Vergleich doch, was du willst. Warum schießt er nicht einfach das Schloss auf? Wäre doch auch eine Variante, oder etwa nicht? So. Komme ich jetzt hier mal hin? Danke. Nehmen wir mal den Zettel hier. Den Zettel nehme ich mit. Okay, Zettel. Das ist ein Foto eines kleinen Mädchens. Die Brandlöcher haben es jedoch unkenntlich gemacht. Okay. Können wir ihn vielleicht... Wenn ich die Blätter übereinander lege, zeigen sie einen Code. Doch. Das ergibt für mich keinen Sinn. Vielleicht fehlt ja noch etwas. Wahrscheinlich, ja. Eine 3 haben wir hier schon mal. Okay. Ja. Da sollte ich okay. nicht bohren. War ja auch nur eine Idee. Können wir... Ach, da ist noch einer. Die Schublade ist verschlossen. So, und hiermit auch. Wieder? Geht das? Ich habe die Schublade aufgeschlossen. Tatsächlich. Universalschlüssel. Aha. Was sind denn das? Bücher. Bücher. Das sind eine Menge Bücher. Die scheinen auf dem Bücherregal keinen Platz mehr gefunden zu haben. Okay, aber mehr ist hier nicht, oder wie? Nope. Oh, da liegt noch eine Passagierliste. Passagierliste. Captain Charles Marquez. Seemann César. Ingenieur Volkert Lorenzen. Steward und Koch Boy W. Head. Passagiere Dr. Eduardo Juarez. Plus 1. Das ist ja eine ganz schön kleine Crew, wa? Dass man, also ich wage mal zu bezweifeln, dass man so großes Schiff so segeln kann. Ne, ist egal. So, der hatte hier irgendwas geguckt bei den Ecken. Die sind fest vernagelt. Der Aufdruck ist kaum zu entziffern. Okay. Konservendosen. Die sind in keinem besonders guten Zustand mehr. Hm. Die sind fest vernagelt. Der Aufdruck ist kaum zu entziffern. Gehen wir mal nach hier hinten? Haben wir nicht nach... Okay. Nee, gut, sie läuft nur gegen die Wand. Hm. Ach, da... Die dünne Holzwand wird auf der anderen Seite von irgendetwas blockiert. Ha, war ein Fass oder sowas. Können wir... Wahrscheinlich nicht, aber... Da sollte ich nicht bohren. Ich mag den Korkenzieher jetzt schon. Wird auf jeden Fall eines meiner Lieblingsgegenstände. So, aber... Das ergibt für mich keinen Sinn. Vielleicht fehlt ja noch etwas. 27,5. Können wir das hier nicht irgendwie drehen, oder? So weit war ich noch nicht. Das ergibt... Mann. Das ergibt für mich keinen Sinn. Vielleicht fehlt ja noch etwas. Nee, okay. Scheinbar können wir das nicht drehen. Gehen wir nochmal zum Bett. Alt und dreckig. Da legt man sich nur rein, wenn es nicht anders geht. Boah, guckt mal die ganzen Lupen. Was haben wir denn hier noch? Bücher im Regal, Bücher im Regal, Bücher im Regal. Ich wage mal zu bezweifeln, dass wir da irgendwas finden. Jede Menge dicker Wälzer. Okay. Jede Menge dicker Wälzer. Jede Menge dicker Wälzer. Okay, gut. Damit kommen wir also nicht wirklich weiter. Diese Bücher haben uns auch nichts gebracht. Gerahmtes Bild. Bringen uns die Bilder was. Ist das vielleicht der Kapitän? Ein Bild von einem großen Schiff mit weißen Segeln. Auf dem Bild ist ein großes Schiff in einem Hafen zu sehen. Der Kapitän scheint ein Faible für Segelschiffe zu haben. Gut vorstellbar, ja. Das Porträt einer schönen Frau. Hm, okay. Alte Kisten. Hm. Okay, jetzt fängt die Rätselrei an. Würde ich mal behaupten. Zahlenschloss, damit können wir ja noch nicht wirklich was anfangen. Zettelkombination.
Mission. So, die Mission. Können wir die verwenden? Können wir die mit dem Fenster? Das sind nur Zettel. Das sein können, dass das irgendwas bringt, damit die darin liegen. Und warum kann man das Fenster öffnen? Da steht keine dreistellige Zahl drauf. Ja, sein können. Da sollte ich nicht bohren. Okay. Na, da hinten sind doch... Alt und dreckig. Da legt man sich nur rein, wenn es nicht anders geht. Nee, auf dem Zettel stand ja auch nichts, oder? Erst raubt mir dieser Doktor den... Nur kurz geguckt, ob da noch Zahlen drauf stehen. Kann ja sein. Und wie komme ich hier hinter? Das Loch. Die dünne Holzwand wird auf der anderen Seite von irgendetwas blockiert. Das sieht doch aus wie ein Fass da rechts. Und hier ist auch ein Loch unten. Drei Zahlen. Das ist der Taucherhelm. Das sind nur Zettel. Ja, selbst wenn es nur Zettel sind, das ist doch egal. Was haben wir hier denn noch? Alte Kisten. Nichts. Türschloss. Hören wir uns das mal an. So komme ich nicht weiter. Da sollte ich nicht bohren. Ja, hätte das sein können, Mensch. Eigentlich gerade noch irgendwas anderes? Nee, okay. Reden wir vielleicht nochmal mit Lex. Lex. Ja. Vielleicht sollten wir einfach abwarten, bis jemand die Tür von der anderen Seite öffnet. Ich komme schon allein zurecht. Ja, das ist offensichtlich. Okay. Der Kerl könnte ja uns auch mal ein bisschen unter die Arme greifen. Und nicht einfach nur dumm rumstehen. Können wir nicht irgendwie... mal... Da sollte ich nicht bohren. Ist wie man gleich bohren will. Da sollte ich nicht bohren. Mit dem Korkenzieher kann man so viel mehr machen als nur bohren. Schnapsflasche. Das Spiel hat gerade mal angefangen und ich stehe schon auf dem Schlauch. Das sind nur Zettel. In der Tasche sind von der Feuchtigkeit zerfressene Dokumente. Schublade. Die Schublade hat keinen Griff und scheint ziemlich schwergewichtig zu sein. Okay. Und schon hat die Schublade einen Griff. Jetzt sollte ich sie öffnen können. Ah, jetzt macht das auch Sinn. Nimm mal den Zettel. Den Zettel nehme ich mit. Das ist ein Zeitungsartikel. Es sind mehrere Zahlen darauf geschrieben worden. Okay. Jetzt sind nur noch drei Zahlen übrig. So erscheinen drei Zahlen in den Löchern. 863. Okay. Mensch, das war jetzt eine schwere Geburt. Kiste da. Gut. Acht. Sechs. Drei. Die Kombination hat gestimmt. Mal sehen, was die Truhe zu bieten hat. Was? Wie hast du das Schloss aufbekommen? Der Kapitän scheint eine Vorliebe für Knobeleien zu haben. Die Kombination war auf Notizblättern verteilt. Mit einer Brechstange wäre das sicher schneller gegangen. Du würdest mit einer Brechstange wahrscheinlich das ganze Zimmer auseinandernehmen. Hey, sei nicht so vorlaut. Naja, egal. Ich hoffe mal, du rufst mich, wenn du was Wertvolles findest. Niemals. So, Amulett. Ein seltsames Amulett. Rasiermesser? Hoffentlich schneide ich mich damit. Und ein Brief. Mein Stern, dieses Jahr wird es gelingen. Ich fühle es mit jeder Ader.
Die Geschäfte laufen gut. Noch sind es sicher 12 Überfahrten, die ich zu erledigen habe. Vielleicht 15. Es sei denn, ich finde noch ein paar gute Zusatzverdienste, wie zuletzt. Wenn ich das nächste Mal an eure Pforte klopfe, wird dein Vater keinen Grund mehr haben, mich abzuweisen. Hab Geduld, Charles. Okay, der Kapitän scheint verliebt zu sein. Wie es scheint. Und ja, das Amulett sieht mir verdächtig aus wie ein Schlüssel. Probieren wir das doch mal aus. Das Amulett hat zwar die Form eines Schlüssels, zum Aufschließen eines normalen Schlosses ist es aber nicht geeignet. Okay. Und können wir vielleicht das Rasiermesser mit der Wäscheleine? Ich möchte das Seil nicht kaputt machen. Es würde reichen, den Knoten zu öffnen. Welchen verdammten Knoten? Das ist kein Knoten. Aber das hier meinte sie beispielsweise ja auch, dass das... Ich schneide mir nur in die Finger. Du bist wie ich. Okay, können wir jetzt nochmal mit Lex reden? Vielleicht sollten wir einfach abwarten, bis jemand die Tür von der an... Ich komme schon allein. Ja. Okay. Kommen wir hier nochmal rein. Da war doch auch unten eine Schnur. Die dünne Holzwand wird auf der anderen Seite von irgendetwas blockiert. Okay, doch nicht. Okay, wie geht's jetzt weiter? Kisten im Ladenetz. Ich schneide mir nur in die Finger. Okay. Was hat das mit diesem seltsamen Amulett auf sich? Hoppsa. Jetzt hat er den Weg hierhin freigemacht. Haben wir hier irgendwas? Gott, ey, wenn man hier diese ganzen Hotspots sieht, das ist extrem. Kann man das gegenhauen? Das passt da nicht. Okay. Ich schneide mir nur in die Finger. Ja, sehr gut. Oh, ne, ne, hui, was? Jetzt geh da an die Kiste. Geh doch. Brief, aber sonst. Ja, nichts. Dahinter können wir auch nicht gehen, weil da die Kiste scheinbar im Weg steht, ne? Oh, hier bei dem Spiel muss ich auch aufpassen, dass ich nicht hier auf meinen zweiten Bildschirm rutsche. Mist, Mist, Mist. Und ich dachte, wir wären jetzt hier raus. Egal. Es kann ja nicht so schwer sein. Kramtes Bild, Bett. Ich schneide mir nur in die Finger. Das passt da nicht. Das passt da nicht. Das Amulett sieht fast wie ein Schlüssel aus. Ja, das haben wir auch schon festgestellt. Das Rasiermesser ist extrem scharf. Außerdem lässt es sich einklappen wie ein Messer. Ach nee. Okay, es sieht aus wie ein Schlüssel. Aber wo brauchen wir einen Schlüssel? Brauchen wir das überhaupt jetzt schon? Oder